Man ist ja fertig. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin echt fertig. Ja, ich meine, wenn so Leute jetzt zum Beispiel, ich habe nichts gegen die Grünen. Ja, ich habe überhaupt nichts, null. Aber wenn eine Stadt, also die meisten Grünen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht, diese ganze Führungsriege hat ja keinen irgendwie weder einen Berufsabschluss noch ein, wer weiß was. Und wenn die dann von Fachkräftemangel reden, dann wird mir so ein bisschen sauer im Magen, ja. Hier ist die grüne Ideologin und Predigerin Katrin Göring-Eckardt, die ein Theologiestudium abgebrochen und als Küchenhilfe dann gearbeitet hat, weil sie keine Ausbildung hatte. Es gibt nichts, was Katrin Göring-Eckardt kann. Als Abgeordnete kassiert sie dafür rund 10.000 Euro im Monat plus 4.583,39 € steuerfreie Kostenpauschale. Max Lux ist 25 Jahre alt und sitzt für die Grünen im Bundestag, wie auch immer er da hingekommen ist. Max hat noch nie in seinem Leben wirklich gearbeitet. Er hat nichts gelernt. Er kann nichts. Er lebt davon, dass wir Steuerzahler ihn durchfüttern. Oder nehmen wir Ricarda Lang, die Parteichefin der Grünen. Ricarda Lang ist 28 Jahre alt und hat mal ein Jurastudium in Heidelberg begonnen. Heidelberg ist sehr schön. Lohnt sich dann, Studium zu beginnen. Sie wechselte an die Uni nach Berlin, aber selbst das war ihr zu anstrengend. Sie brach ihr Studium ab. Seitdem ist sie nur noch Grüne. Und heute die Chefin der Partei. Bei den Grünen steigt man auf und höher, je weniger man kann. 15 Semester hat Ricarda Lang studiert, ohne Abschluss. Omid Nuripur hat nach dem Abitur fast alle Fächer angefangen zu studieren, die es an linken Fakultäten gemeinhin gibt. Philologie, also Sprach- und Literaturwissenschaft, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Soziologie, Philosophie. 2004 gab er nach 16 Semestern offenbar erschöpft und ohne Abschluss auf. 2 Jahre später, im Jahr 2006, ist er dann in den Bundestag eingezogen. Felix Banacak, der bald 33 Jahre jung wird. Sein Lebenslauf: Zivilstudium der Sozial- und Kulturanthropologie. Danach wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter eines grünen Abgeordneten, dann Landeschef in NRW. Seit 2021 sitzt er im Bundestag. Oder Tobias Bacherle aus dem Schwabenland, einer meiner absoluten Lieblinge in dieser Liste. Sein Schaffensnachweis: ein Studium der Politikwissenschaft, Islamwissenschaft, Geschichte, Sprachen, Kulturen des Nahen Ostens sowie der Medienwissenschaft. Alles jedoch ohne Abschluss. Ein paar Gremienposten in der Grünen Jugend und ein wenig Arbeit für einen Grünen im Europaparlament folgte 2021 im Namen des deutschen Volkes der Einzug in den Bundestag. Emilia Fester hat in ihrem Leben nichts zu Ende gebracht und noch nie gearbeitet, außer als freischaffende Regieassistentin am Kindertheater. Was auch immer das für ein Job ist. An der Schauspielschule wurde sie nicht genommen, deswegen spielt sie jetzt eine Politikerin in unserem Parlament. Emilia Fester wurde nie von irgendwem gewählt. Sie zog über die grüne Landesliste in den Bundestag ein. Dort verdient sie nun rund 15.000 Euro im Monat, ohne irgendeine Qualifikation oder Fähigkeit zu haben, die man normalerweise für ein solches Gehalt braucht. Emilia Fester hat mal gesagt, und ich zitiere: "Letztendlich opfere ich auch meine eigene Jugend für diesen Job." Gänsehaut! Kein anderer Mensch in diesem Land würde es als Opfer empfinden, 15.000 Euro im Monat dafür zu bekommen, nichts zu können und nichts zu wissen. Emilia Fester schon. Terry Reinke, Vorsitzende der Grünen im EU-Parlament. Laut Lebenslauf hat Terry nichts gelernt und mit 35 Jahren noch nie gearbeitet. Aber auf Wikipedia steht, sie lebt in einer lesbischen Beziehung. Herzlichen Glückwunsch, großartig. Annalena Baerbock hat in ihrem Leben, Sie ahnen es, noch nie in einem Beruf gearbeitet, wie ihn nahezu alle Menschen in Deutschland jeden Tag ausüben oder ausgeübt haben. Letztes Jahr hat sie mich dann doch überrascht, weil sie scheinbar viel Arbeit in ein Buch gesteckt hat, das aber leider in weiten Teilen ein Plagiat war und deshalb nicht mehr aufgelegt wird. Wir merken uns, wenn die Grünen mal so tun, als würden sie arbeiten, dann bedienen sie sich heimlich bei der Arbeit von anderen. Und das, was sie angeblich in ihrem Leben gearbeitet hat, war bei anderen abgeschrieben. Der Lebenslauf von Kevin Kühnert besteht aus exakt 3 Buchstaben. SPD. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht glauben, was dieser Mann verdient. Kevin Kühnert ist Generalsekretär der SPD, er hat in seinem Leben, abgesehen von ein paar Schichten in einem Callcenter, noch nie gearbeitet. Er hat sich auf einen Studienplatz für Kommunikationswissenschaften eingeklagt und nach wenigen Monaten wieder abgebrochen. Einige Jahre später versuchte er es noch einmal mit Politikwissenschaften an der Fernuni Hagen. Aber auch dieses Studium brachte er nicht zu Ende. Kevin Kühnert ist 34 Jahre alt und hat nichts gelernt. Ohne Politik und Partei
würde er von Hartz IV leben. Diese Leute reden von Facharbeitermangel? Alter, ihr habt alle nicht studiert. Ihr habt einen Scheiß, eine Ahnung von Arbeit. Und ihr maßt euch an, über uns zu sprechen? Ihr seid das Letzte. Ihr haut euch die Taschen voll und erzählt uns eine Grütze. Ich muss da am Strahl kotzen und ich mach da mein Maul auf. Wenn es den einen oder anderen nicht passt, ist mir das scheißegal. Ja, wenn ich das hier sehe, möchte ich nur noch grüne Kotze kotzen. Nochmal. Wir reden hier von einer Partei, die nicht mal 20% der Wähler hat. Über 80% hat die nicht gewählt. Und die geiseln mit ihren Ideologien und ihrer Scheiße die Menschen in unserem Land. Da gibt es bestimmt die ein oder andere Sache dabei, die gut ist. Und jede Partei kann man rinkriegen. Aber insgesamt gesehen fahren sie unsere Wirtschaft hier absolut gegen den Bau. Also nochmal, ich habe selten so viel Heuchler und so viel Scheiße gehört wie dort. Allerdings höre ich das oft bei der SPD und auch oft bei der CDU, die ja vorher die Verantwortung hatte. Ganz ehrlich, da weiß man doch gar nicht mehr, was für eine Scheiße man hier noch wählen soll. Und deswegen gehen auch so viele Menschen nicht mehr wählen, weil sie die Wahl zwischen Pest und Cholera haben und keinen Vertrauen mehr haben. Weder ins Gesundheitsministerium durch Herrn Lauterbach, noch in Außenpolitik durch Frau Baerbock, noch in die Wirtschaft durch Herrn Habeck und Kanzler Scholz mit seinen Gedächtnislücken, der in so viele Skandale verwickelt ist und das alles vergisst. Oder ein Herr Lindner, der sich beim letzten Mal neu gesagt hat, besser nicht regieren als falsch regieren. Herr Lindner, was los? Hätten sie das mal wieder eingehalten, denn jetzt regieren sie falsch. Und das, was sie da machen, sind ihre Interessen. Ja, aber wie ist das denn schon, wenn man hier und da Vergünstigungen bekommt, wenn man jeden Monat seine Kohle von den Bürgern bekommt und über das Geld der Menschen bestimmt, die man selbst an Endeffekt Entbehrung aufzwingt, die man zu Opfern zwingt, die man mit Brotkrumen abspeisen will, aber selbst schaufelt man die Kohle, erhöht sich seine Diäten, baut sich fette Kanzler, baut. In meinen Augen ist diese ganze Politik, die hier abläuft, und da kannst du eigentlich nahezu fast alle durchnehmen, heuchlerisch verlogen. Ihr habt ein paar Ausnahmen, Frau Wagenknecht, und es gibt noch ein paar Menschen, die das aussprechen, unter die ein oder anderen Medien auch, aber die meisten sind gleichgeschaltet, ja, haben den Kopf im Arsch von Politik oder Lobbyistenarbeit und sind verlogen und heuchlerisch. Es geht nur um Macht, und die Politik ist ein dreckiges, verlogenes, heuchlerisches Kloakebecken mit einem Haufen Scheiße drin. Mit ein paar, die da oben drauf schwimmen und sich als die großen Vorgesetzten und Verantwortlichen aufspielen und mit ihren Schlauchbohnen in dieser Scheiße rumwühlen. Und wir stehen draußen am Becken und wir müssen dabei zugucken, wie wir in dieser Kloake absaufen. Es ist traurige Realität. Und mit so vielen macht es seit 9 Jahren. Und was ich im Kinderschutz für verlogene Scheiße gesehen habe, wie Machtinteressen vorm Kinderschutz sind, wie Dinge unter den Tisch gekehrt wurden, zur Verschlusssache erklärt wurden, nur weil es Missstände waren, zeigt mir, was das für eine Dreckspolitik ist. Nicht nur bei uns, sondern überhaupt auf der Welt. Wer heute noch in die Politik geht, also entweder wird er in 0,0 korrumpiert und kaputt gemacht seine Werte, oder er ist schon so angefangen, weil er das nicht hat. Genug Menschen sehen es, hören es. Und das kotzt denn nur noch an. Und deswegen muss man euch das auch mal vorhalten und zeigen, auch wenn es euch nicht gefällt. Wobei, es ist egal. Euch haben nicht mal 80% der Menschen haben euch nicht gewählt. Und ihr führt euch auf und denkt, wir sind die Besten, wir sind die Besten. Lächerlich. Lächerlich und erbärmlich. Das ist unsere Politik. Die schlechteste Politik, die wir je hatten. Naja, vielleicht sehen wir ja mal irgendwann wieder Licht am Horizont. Aber jetzt ist es sehr, sehr, sehr dunkel in diesem Scheißbecken der Kloake und in dieser heuchlerischen Doppelmoral auf dem Rücken und dem Last der Menschen und Bürger im Land, die das Geld zusammentragen, damit die das verprassen, verschenken und für ihre Interessen ausgeben. Und wir sollen weiter bluten für deren Versagen. Das ist die traurige Realität.